Hi und herzlich willkommen in der Serie 28 bei den Saisonzielen, wo wir wie immer im Hot Wheels Park starten. Dieses Mal mit dem Gefahrenschild Waldsprung, wo wir in einem Honda NSX R von 1992 mit einer Wertung A800 315 Meter schaffen müssen. Dafür nehme ich ordentlich Anlauf. Die anderen, ich finde die Herausforderung diese Woche sehen auf den ersten Blick jetzt einfach aus. Ja, ich meine 315 Meter. Das Auto braucht halt ein bisschen Anlauf. Ansonsten sehe ich da eigentlich nicht die Problematik. Wichtig ist halt nur, dass man diese Beschleunigungsturbinen mitnimmt. Weil ansonsten glaube ich nicht, dass er auf ausreichend Geschwindigkeit kommen würde. Ja, so dass wir jetzt ungefähr mit 280 oder was den Sprung machen können. Und schauen, dass wir 315 Meter erreichen. Wir haben 322. Das reicht fürs Saisonziel und damit bringen wir dann nach Sierra Nueva zur Canyon Rally. Wo wir dann mit einem mit einem Peugeot 205R mit der Wertung C600 193,1 km/h am Blitzer Canyon Rally erreichen müssen. Springe ich mal unten in diese kleine Kurve rein. Wähle mir dann natürlich noch das passende Auto aus. Na, Auto Peugeot. Da ist er. Und dann schauen wir mal, ob wir die 193,10 relativ einfach erreicht kriegen. Die Tuning-Codes für alle 5 Fahrzeuge dieser Saison gibt es natürlich wie immer in der Videobeschreibung. Vorausgesetzt, die Fahrzeuge schaffen das. Ansonsten muss ich natürlich nachbessern. Aber auch hier kein Problem, 207 km/h. Und damit ist der Rallye-DLC abgeschlossen. Das Rallye-DLC. Und wir springen zur Driftzone Las Curvas nach Mexiko. Wo wir dann mit einem das ist ein Fairlady Z von 1994 mit der Wertung B700 in der Driftzone 80.000 Punkte erreichen müssen. Dafür springe ich mal hier oben zum Anfang. Wähle natürlich noch das passende Auto aus. So, Nissan MN. Da. Der Lady. Da ist er. Und dann schauen wir mal, dass wir mal eben easy die 80.000 geforderten Punkte erreicht bekommen. Nicht sonderlich besonders, aber geschafft. Und damit ist das Saisonziel ebenfalls abgeschlossen. Und es geht weiter mit dem Blitzer Sonnenpyramide, wo wir mit einem Chevy Nova von 1969 mit der Wertung C600 160,9 km/h erreichen müssen. Ich werde erstmal hier starten, fahre dann allerdings erstmal ein kleines Stückchen nach rechts rum, hier zwischen die Pyramiden, damit ich ein bisschen mehr Anlauf habe. Weil die Kurve dazwischen könnte schon wieder ein Problem führen mit der Geschwindigkeit. Gerade auf Dreck. Aber erstmal passendes Fahrzeug. So, Chevy Nova 69. Da. So, und dann brauchen wir natürlich ein kleines bisschen Anlauf. Ja,
Dann starten wir mal hier. So, 169 brauchen wir. Ja, mit 165 somit geschafft. Vielleicht hätte es auch ohne Anlauf gereicht. Kann es jetzt natürlich nicht nochmal testen. So, und dann kommen wir zur Blitzerzone Ladera, wo wir mit einem Ford Focus von 2017 mit der Wertung A800 144,8 km/h erreichen müssen. Oh, das ist aber viel. Okay, ich fange mal hier unten an. So, 144,8 km/h sind aufgerufen. Dann wollen wir doch mal schauen, wie der kleine Focus sich schlägt hier. Ich glaube, das wird eher nichts. Ja, gut, dann probiere ich es mal einmal von der anderen Seite. Ja, andersrum. 145. Okay. Also. Scheinbar schaffbar, wenn man die Blitzerzone einfach von der Kreuzung aus startet. Ja. Scheint deutlich einfacher zu sein, weil ich so gefühlt irgendwie gerade weniger bremsen musste als auf dieser Strecke, als aus dieser Richtung. Gut. Liebe Leute, das war alle Saisonziele und jetzt folgen wie immer noch die 5 gewonnenen Super Wheel Spins. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann nächste Woche Donnerstag wieder. Bis dahin. Ciao.